Klappe die zweite für die Grundlagen der Halbleitertechnik und wie versprochen geht es heute in erster Linie um den Transistor. Wieder einmal herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt, eurem Bildungsfernsehen auf YouTube. Heute soll es also um den Transistor gehen, wobei den Transistor gibt es eigentlich nicht. Transistoren gibt es in verschiedenen Formen, die sich in Aufbau und Wirkungsweise unterscheiden. Voraussetzung für das Verständnis ist heute, dass man sich mit den Leitungsvorgängen in Halbleitern und der Funktionsweise des PN-Übergangs auskennt. Wer da noch Nachholbedarf hat, der sollte sich unbedingt zunächst mal den ersten Teil Grundlagen der Halbleitertechnik ansehen. Verschaffen wir uns zunächst mal einen Überblick. Wir unterscheiden zunächst zwischen dem Bipolartransistor und dem Feldeffekttransistor. Den Bipolartransistor gibt es in zwei Ausführungen als NPN und PNP-Typ. Beide unterscheiden sich in der Funktion nicht. Wir kriegen es nur mit umgekehrten Polaritäten zu tun. Beim Feldeffekttransistor unterscheiden wir zwischen dem sogenannten JFET oder SFET. Je nachdem, ob man jetzt die englische oder die deutsche Abkürzung benutzt. JFET steht für Junction Field Effect Transistor oder auf Deutsch Sperrschicht Feldeffekttransistor. Und als zweites der ICFET. Das steht für Insulated Gate Field Effect Transistor, was auf Deutsch heißt Feldeffekttransistor mit isoliertem Gate. Die Bezeichnung ICFET ist allerdings unüblich, man findet ihn meistens unter der Bezeichnung MOSFET. Streng genommen ist aber MOSFET nur eine Untergruppe. Bei denen unterscheidet man jetzt wieder in den Anreicherungstyp oder selbstsperrenden Typ und den Verarmungstyp oder auch selbstleitenden Typ. Alle diese Feldeffekttransistoren können nochmal unterteilt werden, ähnlich wie beim Bipolartransistor, in einen N-Kanal- und einen P-Kanal-Typ. Das ist also das Programm für heute. Beginnen wir mit dem Transistor, der in der Praxis auch als erster eingesetzt wurde, und das ist der Bipolartransistor. Erste funktionsfähige Exemplare gab es in den 1950er Jahren. Und ab den 60ern hat er dann nach und nach die Elektronenröhre als Bauelement abgelöst. Ich will die Funktion erklären am Beispiel des NPN-Transistors. Wir haben einen Halbleiterkristall, der aus drei unterschiedlich dotierten Gebieten besteht. Die drei Anschlüsse nennen wir Emitter, Basis und Kollektor. Im Grunde genommen haben wir es zu tun mit zwei gegensätzlich gepolten Halbleiterdioden. Aber nicht, dass jemand auf die Idee kommt, jetzt zu versuchen, aus zwei Dioden einen Transistor zu bauen, das würde so nicht funktionieren. Es gibt ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Transistor wirklich gut funktioniert. Die erste ist, dass unser Basisbereich möglichst schmal sein muss. Außerdem ist dieses P-Gebiet sehr schwach dotiert. Ganz im Gegensatz zu unserem Emitter. Der ist sehr stark dotiert, das heißt, wir haben hier jede Menge Ladungsträger in Form von Elektronen zur Verfügung. Wenn wir jetzt zwischen Emitter und Kollektor eine Spannung anlegen, egal wie rum, dann kann erstmal kein Strom fließen, weil eine der beiden Dioden sperrt immer. Üblicherweise legt man an den Kollektor den Pluspol, an den Emitter den Minuspol. Damit ist die Basiskollektordiode gesperrt und es fließt maximal ein kleiner Sperrstrom. Legen wir jetzt an unsere Basis ebenfalls eine positive Spannung an, dann beginnt ein Strom zu fließen, denn die Basis-Emitter-Diode ist ja in Durchlassrichtung. Es fließen jetzt also Ladungsträger vom Emitter in unseren Basisbereich. Da unser Emitter sehr stark dotiert ist, wird unser schmaler Basisbereich regelrecht von Elektronen überschwemmt. Ein paar davon fließen über die Basis ab, ein paar wenige können mit den Löchern rekombinieren, aber ein großer Teil gelangt jetzt auch in den Einflussbereich des Kollektors. Und der sammelt die jetzt mit seiner starken positiven Spannung ein. Daher auch der Name Kollektor, Sammler. Es fließt jetzt also auch ein Kollektorstrom, der im Idealfall um einiges größer ist als der Basisstrom. Der Kollektorstrom folgt auch dem Basisstrom, das heißt, in dem Maße, wie sich der Basisstrom ändert, ändert sich auch der Kollektorstrom. Das Verhältnis Kollektorstrom zu Basisstrom nennen wir Stromverstärkung. Angenommen, bei einem Basisstrom von 10 Mikroampere fließt ein Strom von 1 Milliampere über den Kollektor. Dann haben wir eine Stromverstärkung von 100.
In der Anfangszeit, als man die Technologie noch nicht so beherrschte, wäre man über diese Stromverstärkung sehr erfreut gewesen. Der erste Transistor, der hatte gerade mal eine Stromverstärkung von 2. Heute sind Stromverstärkungen von 1000 auch kein Hexenwerk mehr. Wir können uns den Transistor auch vorstellen als eine Art regelbaren Widerstand. Mit unserem Basisstrom steuern wir den Widerstand zwischen Kollektor und Emitter. Je größer der Basisstrom wird, umso stärker wird auch der Kollektorstrom, weil der Kollektor-Emitter-Widerstand sinkt. Wenn wir jetzt also an unsere Basis ein Signal anlegen, dann folgt der Kollektorstrom dem Signalverlauf, allerdings wesentlich stärker. Irgendwann ist der minimale Widerstand der Kollektor-Emitter-Strecke erreicht und wenn wir dann den Basisstrom weiter erhöhen, kann der Kollektorstrom nicht weiter steigen. Den Bereich nennt man Sättigung, das heißt, der Transistor ist jetzt voll durchgesteuert. Das ist die Betriebsart, die wir vor allem benutzen, wenn wir den Transistor als Schalter einsetzen, wie zum Beispiel in der Digitaltechnik. Wir switchen nur zwischen zwei Zuständen hin und her. Einmal kein Basisstrom, Transistor gesperrt, und einmal Basisstrom so hoch, dass der Transistor voll durchsteuert und gesättigt ist. Die Erklärung des PNP-Transistors, die spare ich mir jetzt, denn die Funktion ist im Prinzip genauso. Man muss nur P durch N ersetzen, Elektronen durch Loch und Plus durch Minus. Ein Nachteil hat der Bipolartransistor gegenüber der Elektronenröhre. Es muss immer ein gewisser Basisstrom am Eingang fließen, mit dem wir unseren Kollektorstrom steuern können. Das bedeutet, wir brauchen auch eine gewisse Eingangsleistung. Im Gegensatz dazu können wir ja die Elektronenröhre fast leistungslos nur über eine Spannung oder ein elektrisches Feld steuern. Deshalb hat in den letzten Jahren eine andere Art Transistor immer mehr an Bedeutung gewonnen, der diesen Nachteil nicht hat, und das ist der Feldeffekttransistor. Der Name Feldeffekttransistor sagt es ja eigentlich schon. Wir steuern jetzt unseren Ausgangsstrom über ein elektrisches Feld, ähnlich wie bei der Elektronenröhre. Betrachten wir als erstes mal den N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekttransistor. Ausgangspunkt ist ein N-leitender Kristall. Von zwei Seiten bringen wir je ein P-leitendes Gebiet ein. Das Ganze sieht jetzt aus wie so ein auf die Seite gelegter PNP-Transistor. Allerdings beschalten wir den etwas anders. Links und rechts an unseren N-Kristall kommen zwei Elektroden. Die nennen wir jetzt aber nicht Emitter und Kollektor, sondern Source, also Quelle, und Drain, also Senke oder Abfluss. Die beiden P-Gebiete verbinden wir miteinander und nennen das Ganze Gate, also Tor. An den PN-Übergängen entsteht natürlich auf beiden Seiten eine Sperrschicht, das heißt wieder ein Gebiet ohne Ladungsträger, also ein isolierendes Stück Halbleitergebiet. Zwischen diesen beiden Sperrschichten haben wir aber immer noch einen durchgehenden N-leitenden Kanal. Das heißt, wenn wir jetzt zwischen Source und Drain eine Spannung anlegen, würde erstmal ein Strom fließen. Wenn wir jetzt aber an die Gate-Elektrode eine negative Spannung anlegen, dann betreiben wir ja die Source-Gate-Diode in Sperrrichtung. Es fließt also fast kein Strom, aber unsere Sperrschicht wird größer, und zwar von beiden Seiten. Das bedeutet, unser Kanal dazwischen wird immer enger. Und eine Querschnittsverengung bedeutet ja eine Widerstandserhöhung. Größere Gatespannung, kleinerer Drainstrom. Wir können also jetzt über die Gatespannung fast leistungslos wie bei einer Röhre den Drainstrom regulieren. Das heißt, der Sperrschichtfeldeffekttransistor ist wirklich ein würdiger Nachfolger der Elektronenröhre. Irgendwann wird diese Gatespannung so groß, dass der Kanal komplett abgeschnürt wird und dann ist der Transistor undurchlässig. Das heißt, wir können ihn auch wieder als Schalter benutzen, ohne Gatespannung voll durchgesteuert, mit der entsprechend hohen Gatespannung voll abgeschnürt, also ausgeschaltet. Manch einer wird sich jetzt fragen, konnte er keine geraden Linien zeichnen oder warum ist das alles so schief? Das ist schon richtig so. Es ist wirklich so, dass die Sperrschicht hier rechts größer ist als hier links. Die Breite der Sperrschicht hängt ja von der Spannung zwischen Gate und Source ab.
Unser N-Kanal hat ja einen gewissen elektrischen Widerstand und deshalb fällt hier auch eine Spannung ab. Das führt dazu, dass hier rechts die Spannung größer ist als links. Damit schnürt sich der Kanal hier auf der rechten Seite schneller ab als am Eingang auf der Source-Seite. Den P-Kanal-Typ, den kann ich mir hier sparen zu erklären, der funktioniert im Prinzip genauso. Wir müssen nur unseren N-Kristall durch einen P-Kristall ersetzen und alle Polaritäten umdrehen. Beschäftigen wir uns jetzt mit dem Insulated Gate Field Effect Transistor. Im Gegensatz zum Sperrschichtfett ist hier die Gate-Elektrode komplett elektrisch vom Halbleiter isoliert. Wir sehen uns im Prinzip einen Aufbau mal am Beispiel eines N-Kanal-Anreicherungstyps an. Die alternative Bezeichnung MOSFET bezieht sich auf den schichtweisen Aufbau des Transistors. M steht für die Metallelektrode des Gates, O für Oxid, denn in den meisten Fällen wird diese Isolationsschicht aus Siliziumoxid gefertigt, und S für Semiconductor, also Halbleiter. Nun muss nicht zwangsläufig die Gate-Elektrode aus Metall sein und man kann auch andere Materialien für die Isolierung verwenden und deshalb trifft die Bezeichnung MOSFET nicht auf alle diese Transistoren wirklich zu. Das Prinzip ist aber das gleiche und wir wollen uns jetzt hier nicht weiter um Begriffe streiten. Beschäftigen wir uns lieber mit Aufbau und Wirkungsweise unseres Transistors. Wir haben ein P-leitendes Halbleitersubstrat, auf Englisch Bulk, das einen eigenen Anschluss bekommt. Bei den meisten Transistoren sind Bulk und Source intern schon verbunden, sodass wir nach außen hin meist nur drei Anschlüsse haben. In diesem P-Substrat befinden sich zwei N-leitende Inseln für Source und für Drain. Der Aufbau erinnert jetzt also an einen NPN-Transistor. Und wenn wir eine Spannung zwischen Source und Drain anlegen, kann zunächst mal kein Strom fließen. Darum nennt sich dieser Typ auch selbstsperrend. Zwischen diesen beiden Inseln befindet sich jetzt isoliert unsere Gate-Elektrode. Dieser Aufbau, Elektrode, Isolator, Halbleiter, erinnert ja ganz stark an einen Kondensator. Und wenn wir unsere Gate-Elektrode jetzt positiv aufladen, dann lädt sich logischerweise die andere Seite negativ auf. Das heißt, es versammeln sich jetzt Elektronen unter dieser Isolationsschicht. Die stammen zum Teil aus dem Substrat, denn auch wenn das P-leitend ist, sind ja eine gewisse Anzahl Elektronen als Minoritätsträger vorhanden. Und es können ja weitere Ladungsträger über den Bulkanschluss nachfließen. Die Elektronen bilden jetzt hier zwischen diesen beiden Inseln einen N-leitenden Kanal, sodass jetzt immer mehr ein Stromfluss möglich wird. Je stärker die Gate-Spannung, umso stärker wird der Drain-Strom. Da wir diesen Effekt erreichen, indem wir Ladungsträger zwischen diesen beiden Inseln hier anreichern, nennt sich dieser Transistor auch Anreicherungstyp. Natürlich gibt es auch hier wieder den passenden Komplementärtyp mit umgekehrten Polaritäten. Und der letzte Transistor in der Reihe, das ist der Verarmungstyp oder auch selbstleitender Typ. Ähnlich wie beim Sperrschichtfett kann ohne Ansteuerung bereits ein Strom fließen. Und das liegt daran, dass Source und Drain bereits durch einen durchgehenden N-leitenden Kanal miteinander verbunden sind. Wenn wir jetzt die Gate-Elektrode negativ machen, dann werden die negativen Ladungsträger in unserem N-Gebiet von diesem elektrischen Feld abgestoßen. Der Bereich unter der Isolationsschicht verarmt an Ladungsträgern, das ist daher der Name. Das heißt, unser leitender Kanal wird eingeengt und dadurch wird der Drainstrom mit steigender Gate-Spannung immer kleiner. Irgendwann erreichen wir dann natürlich auch wieder den Punkt, wo wir den Kanal komplett abschnüren können. Überflüssig zu erwähnen, dass es natürlich auch hier den P-Kanal-Typ gibt, der im Prinzip genauso funktioniert. Bei unseren Feldeffekt-Transistoren haben wir es bei unserem leitenden Kanal ja immer nur mit einem Halbleiter-Typ zu tun, entweder N-leitend oder P-leitend. Darum nennt man die Feldeffekt-Transistoren auch unipolare Transistoren, im Gegensatz zum Bipolar-Transistor, wo wir ja durch zwei unterschiedlich dotierte Gebiete durch müssen. Bipolar-Transistor und Feldeffekt-Transistor existieren gleichrangig nebeneinander. Für integrierte Schaltungen, gerade bei höherer Integration, sind aber vor allem Feldeffekt-Transistoren besser geeignet, weil sie einen geringeren Stromverbrauch ermöglichen und damit auch einen geringeren Leistungsumsatz. Ich hoffe, ich konnte auch heute euch wieder das Thema einigermaßen verständlich rüberbringen.
Wenn ja, dann hinterlasst gerne ein positives Feedback. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.